Was ist ein Wasserzeichen? Wozu braucht man das? Und ist es überhaupt sinnvoll, eins zu verwenden? Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Für alle Neuen am Kanal, mein Name ist Markus Florschütz, ich bin kreativer Porträtfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos und Videos zu steigern. Im heutigen Video geht es um das Thema Wasserzeichen. Zur einfacheren Navigation habe ich das Video für euch in 4 Kapitel unterteilt, und zwar allgemeine Infos, was ist ein Wasserzeichen, wozu braucht man ein Wasserzeichen, sollte man ein Wasserzeichen nutzen und wie erstellt bzw. entfernt man ein Wasserzeichen in Photoshop. Wenn ihr euch das Video bis zu Ende anschaut, zeige ich euch noch einen Weg, wie ihr herausfinden könnt, ob eure Fotos im Internet irgendwo genutzt werden, ohne dass ihr das wollt. Punkt Nummer 1, allgemeine Infos. Wenn wir nicht gerade analog fotografieren, dann ist für uns Fotografen in der heutigen Zeit eigentlich alles digital und so auch die Fotos. Dabei sind gerade die Fotos unser Produkt, unser Kapital. Wir verdienen ja mit den Fotos Geld. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass mit unseren Fotos kein Missbrauch passiert, beziehungsweise die nicht von fremden Personen irgendwie genutzt werden, ohne dass wir das wissen oder wollen, ja, dass irgendjemand Fremder mit unseren Fotos Geld verdient. Wir als Fotografen sind die Urheber, das heißt, wir können bestimmen, was mit den Fotos gemacht werden darf und was nicht. Zum Thema Urheberrecht habe ich schon ein Video gemacht, ich verlinke euch das da oben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch das im Anschluss gern an. Gerne werden der Einfachheit halber Fotos aus dem Internet runterkopiert, gespeichert und für diverse Zwecke, für die eigene Homepage benutzt, für irgendwelche Videos. Die meisten wissen dabei gar nicht bzw. vergessen, dass das oftmals gar nicht erlaubt ist. Man darf Fotos nur für private Zwecke speichern und auch vervielfältigen, das heißt nicht veröffentlichen. Aber wenn es darum geht, fremde Fotos aus dem Internet für seine eigene Homepage zu verwenden, für seine eigene Flyer, für seine Videos, was auch immer, dann ist das meistens nicht erlaubt. Wenn ihr nicht wollt, dass fremde Personen eure Fotos speichern oder irgendwie anders nutzen, dann bleibt euch nur die Möglichkeit, dass ihr die Fotos nicht ins Internet ladet. Beziehungsweise die halt so hochladet, dass man nur mit einem Code die Fotos anschauen kann. Das gibt es auch die Möglichkeit. Dann macht ihr euch aber selber mehr Arbeit und das hat, glaube ich, auch nicht wirklich Sinn und Zweck, weil dann fragen euch 100.000 Leute nach dem Code und wer dann den Code weitergibt, das weiß man auch nicht. Also das ist auch keine Sicherheit oder Garantie, dass fremde Leute eure Fotos nicht missbrauchen oder anders wie benutzen. Wenn ihr die Fotos auf irgendeine Plattform im Internet hochladet, sei es Facebook, Instagram oder Stockfotos, dann ist eigentlich klar, dass die Fotos irgendwie verwendet werden. Da geht es ja darum, die Fotos zu posten, herzuzeigen. Ob das jetzt kostenlos ist oder kostenpflichtig, ist jetzt egal. Aber ihr ladet ja bewusst die Fotos hoch und ihr habt ja auch die AGBs von diesen Plattformen gelesen und auch die Nutzer haben die AGBs von diesen Plattformen gelesen. Das heißt, es sollte eigentlich klar sein, was mit den Fotos gemacht werden darf und was nicht. Punkt Nummer 2. Was ist ein Wasserzeichen und wozu braucht man das? Ein Wasserzeichen ist ein Muster oder ein Bild, das über das eigentliche Foto drüber gelegt wird, wodurch man die Nutzung des Fotos für fremde Personen erschwert. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Foto euren Freunden schickt, dann könnt ihr natürlich das Originalfoto schicken oder ein bisschen verkleinert, ist eh klar. Wenn ihr es aber fremden Personen schickt und ihr wisst gar nicht, was die damit machen oder ihr ladet das hoch auf irgendeine Plattform und ihr wisst nicht, was mit denen dann passiert, dann könnt ihr ein Wasserzeichen drüber legen mit zum Beispiel eurem Logo oder eurer Homepage oder eurem Namen, damit jeder, der das Foto sieht, gleich weiß, wer das eigentlich gemacht hat. Wenn ihr das Foto dann freigeben wollt für eine gewerbliche Nutzung, für jemanden seine Homepage zum Beispiel, dann könnt ihr natürlich das Wasserzeichen entfernen und gegen ein Entgelt dem das Foto zur Verfügung stellen. Das ist ja der Sinn und Zweck. Wir wollen als Fotografen auch Geld mit unseren Fotos verdienen. Wasserzeichen können ganz unterschiedlich ausschauen. Entweder ist das wirklich nur ein Logo, das unten am Bildrand positioniert ist, oder es ist ein komplizierteres Muster, das komplett über das ganze Foto gelegt wird. Wenn ihr Fotos auf eurer Homepage zum Beispiel präsentiert und kein Wasserzeichen habt, kann aus technischer Sicht jeder diese Fotos speichern und für alle möglichen Zwecke nutzen. Natürlich ist es nicht erlaubt, dass er das für alle Zwecke nutzt, aber oft weiß er das gar nicht. Ein Weg, um denen entgegenzuwirken, ist halt ein Wasserzeichen oder ein Logo zu nutzen. Das erschwert halt den Personen, die die Fotos nutzen möchten, die Nutzung oder Verwendung. Punkt Nummer 3. Sollte ein Wasserzeichen verwendet werden oder eher nicht?
das ist eigentlich Geschmackssache. Das kommt darauf an, wenn ihr hochwertige Fotos macht und sicher gehen wollt, dass ihr die Fotos verkauft und dass sie nicht irgendwo auftauchen im Internet, dann würde ich auf jeden Fall ein Wasserzeichen verwenden. Umso komplizierter das Wasserzeichen ist, desto sicherer ist es. Wenn ihr nur euer Logo rechts unten verwendet, dann kann man das eher leicht retuschieren. Da komme ich dann eh später noch dazu. Wir können halt nie ganz verhindern, dass unsere Fotos geklaut werden. Aber wenn sie geklaut werden und irgendwo benutzt werden, dann ist es natürlich besser, wenn wir ein Wasserzeichen verwenden. Und am allerbesten mit unserem Namen, mit unserer Website oder mit einem Logo, wo man auf euch schließen kann. Jedoch, wenn einmal ein Foto geklaut wird, dann können wir mit einem Wasserzeichen oder Logo dafür sorgen, dass jeder weiß, wer das Foto gemacht hat. Der Vorteil dabei ist, es wird indirekt Werbung für euch gemacht. Und jeder hat die Möglichkeit, auf eure Homepage zu kommen oder euren Namen zu googeln und euch zu finden. Im besten Fall bekommt ihr dadurch sogar Kunden. Falls jemand euch kennt und sieht, dass die Fotos irgendwie verwendet werden und weiß, dass ihr das so nicht wollt, zum Beispiel für pornografische Zwecke oder so, dann kann derjenige euch das melden und ihr könnt dagegen vorgehen. Wenn ihr so einen Fall habt, empfehle ich euch, den Anwalt eures Vertrauens zum Thema Urheberrechtsverletzung aufzusuchen. Der kennt sich damit am besten aus und kann euch da auch am besten beraten. Falls ihr selbstständig seid, empfehle ich euch die Wirtschaftskammer, die hat auch eine eigene Rechtsabteilung, die euch gerne kostenlos dazu berät. Ich hatte früher auch mein Logo auf den Fotos, habe dann aber aus ästhetischen Gründen mich dazu entschieden, das nicht mehr auf die Fotos zu platzieren, weil es mir einfach besser gefällt, wenn ich das reine, klare Foto habe, ohne irgendeinen Schriftzug oder ein Logo oder sonstiges. Also ich benutze gar keine Wasserzeichen und als ich es noch benutzt habe, habe ich auch keine neuen Kunden dadurch gewonnen. Ja, also die Chance, dass jemand die Fotos stiehlt und irgendwie benutzt und dadurch Werbung für euch macht und ihr Kunden kriegt, ist halt trotzdem sehr gering. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, wie erstellt bzw. entfernt man ein Wasserzeichen. Zuerst schauen wir uns mal an, wie man es erstellt. Das ist relativ einfach. Ihr nehmt irgendein Muster oder ein Logo, ihr könnt auch das Logo über das ganze Bild hochskalieren und legt das über das eigentliche Foto. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Deckkraft ein bisschen reduzieren, dass man durch dieses Wasserzeichen das Foto auch noch erkennen kann und könnt auch die Farben ein bisschen ändern. Also ihr könnt da euch eigentlich austoben, wie ihr wollt. Dann ist das Wasserzeichen eigentlich auch schon fertig. Wenn ihr öfter Wasserzeichen verwenden wollt, dann empfehle ich euch, das Wasserzeichen als separate Datei abzuspeichern. Das vereinfacht euch die zukünftige Nutzung, das zukünftige Platzieren. Es gibt auch die Möglichkeit einer Stapelverarbeitung, aber dazu in einem anderen Video mehr. Kommen wir zu dem Punkt, wie man ein Wasserzeichen entfernt. Erstellt ist es ja einfach und entfernt ist es aber nicht so einfach. Das kommt wieder darauf an, wo ihr das platziert und wie kompliziert das Muster ist und ob das Wasserzeichen nur über eine einheitliche Farbfläche gelegt wurde oder über das komplette Bild, über die Augen, über die Haare und so. Also es kommt halt darauf an, wo und wie das Wasserzeichen platziert ist. Wenn das an einer einheitlichen, farbigen Stelle platziert ist, dann kann man das mit Ausbessern-Werkzeug und mit einem Kopierstempel sehr einfach entfernen. Wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt, dann kann man ein Wasserzeichen, das unten am Bildrand irgendwo positioniert ist, einfach abschneiden. Wenn da nichts Wichtiges von dem Bild ist, dann könnt ihr das natürlich einfach entfernen. Ja, dann ändert ihr halt das Format von dem Foto, aber wenn das für euch egal ist, dann könnt ihr das so machen. Das ist der einfachste und fuschigste Weg, sagen wir es mal so. Schwieriger wird es, wenn ein Wasserzeichen über das komplette Bild gelegt wurde. Ja. Dann geht es nur mit viel Geduld. Man muss doch einiges an Zeit aufwenden und man muss auch wissen, wie man das macht. Also man muss ein bisschen Erfahrung mit Photoshop haben und mit der Bildretusche, weil wenn das Wasserzeichen jetzt irgendeine Art Gitter ist und über dem Gesicht liegt, das schön zu retuschieren ist gar nicht so einfach. Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, habe ich noch einen Bonustipp. Und zwar, wenn ihr wissen wollt, ob eure Fotos im Internet irgendwo verwendet werden, ohne dass ihr das wollt, dann könnt ihr danach ganz einfach suchen. Und zwar, nehmt einfach das Foto, schiebt das in die Google-Leiste und Google erkennt dieses Foto und sucht nach diesen oder ähnlichen Fotos. Probiert das mal aus. Es ist ganz einfach. Das rechnet ein paar Sekunden, dann schlagt euch Google die ganzen Fotos vor, die es gefunden hat. Man bekommt dann sehr ähnliche Ergebnisse. Man muss halt ein bisschen Detektiv sein, um das eigene Foto zu finden.
beziehungsweise auch ein bisschen nachforschen, ob das Foto jetzt auf der Webseite sein darf oder nicht, weil Google findet natürlich auch die Fotos auf eurer Webseite, in der Galerie oder auf der Facebook-Seite oder Instagram-Seite. Wenn ihr die natürlich dort gepostet habt und die können dort sein, dann müsst ihr halt das nicht weiter bearbeiten. Ja? Das heißt, ihr ignoriert einfach Facebook und Instagram. Aber wenn ihr dann seht, irgendeine pornografische Seite, wo jetzt eure Fotos verwendet werden, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, den Betreiber anzuschreiben und entweder bitten, die Fotos runterzunehmen, oder ihr könnt ihm gleich ein Angebot schicken. Ja? Wenn ihr nicht genehmigt habt, dass die Fotos dort verwendet werden dürfen, schickt ihm einfach ein Angebot, schreibt ihm, sie benutzen meine Fotos ohne meine Erlaubnis, gegen eine Gebühr von so und so viel Euro dürfen sie die Fotos weiterhin verwenden, sofern das Model dem zustimmt, wenn das jetzt wirklich eine pornografische Seite ist und so weiter. Ja? Das muss man natürlich auch klären. Wenn die Person, die die Fotos halt benutzt ohne eure Erlaubnis, Ehre hat, dann wird sie die Fotos runternehmen bzw. euch dafür entlohnen. Wenn die Person keine Ehre hat, dann wird die Person halt ein Schreiben von eurem Anwalt bekommen. Und ihr könnt dagegen vorgehen und ihr braucht auch gar nicht unsicher sein oder ängstlich sein. Ihr habt das Recht dazu. Es ist schwarz auf weiß im Urheberrecht geregelt, dass ihr als Fotografen, wenn ihr das Foto gemacht habt, der Urheber seid, und da steht ganz klar drin, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, beziehungsweise was jemand anderer mit euren Fotos darf und nicht. Und alle, die jetzt auch noch dran sind, für die habe ich noch einen Doppelbonustipp. Und zwar kann das sein, dass euer Rechtsschutz, also euer privater Rechtsschutz, auch ein Schreiben formulieren kann. Das kommt wieder darauf an, was in diesem Rechtsschutz alles inkludiert ist, ob ihr den oft in Anspruch nehmt, ob das ein komplizierter Fall ist, ob da viel Geld im Spiel ist. Aber wenn das eine einfache Sache ist, dann könnte es auch sein, dass der private Rechtsschutz sagt, okay, wir verfassen jetzt ein einfaches Schreiben, eine Seite, und schicken das an diese und jene Person. Ja, das könnte sein. Das heißt, wenn ihr keinen gewerblichen Rechtsschutz habt oder euch einen Rechtsanwalt leisten könnt oder wollt, dann fragt einmal den privaten Rechtsschutz, wenn ihr den habt, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, über den ein Schreiben verfassen zu lassen. In meinen YouTube Analytics sehe ich, dass ihr meine Videos gerne schaut. Also schaut euch die Videos in der Endcard an. Das hilft dem Kanal zu wachsen. Ich sage danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!